Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe eine Runde geschlafen, ich habe unseren LKW repariert, dass ich ihn wieder kaputt fahren kann. Und ich habe uns eine neue Fracht rausgesucht und jetzt sollte ich erstmal das Lenkrad hier und mich gescheit davor setzen und überhaupt. So, ich habe übrigens einen Tipp für euch. Wenn ihr irgendwelche Sachen macht, macht sie sofort. Ich habe heute auf dem Boden, Katze hatte das verschleppt, so einen Gummipinderbill gefunden. Der war bei einem, Mann, was ist denn das? Bei einem der Stative rausgefallen unten, gehörte in den Fuß. Ja, ich habe ihn dann so lange auf den Tisch gelegt und jetzt, wo ich ihn reinstecken will, ist er weg. Genau, so, bis zum nächsten Auftrag. 175 Kilometer sind es bis dahin. Alter Schwede, alter Norwegen, ne, wo sind wir überhaupt? Dänemark, alter Däne, so rum. Da müssen wir jetzt erstmal hin, nach Malmö. Und ich habe uns mal wieder so einen Schwertransport rausgesucht. Diesmal kein Trafo, aber wahrscheinlich genauso lang. Und den versuchen wir jetzt mal abzuholen. Ich hoffe nur, dass der Auftrag nicht weg ist, wenn wir da ankommen. Das Glück hatten wir ja auch schon, ne? So. Ja, Aufzeichnungstag ist jetzt tatsächlich der 29. September. Ihr seht die Folge hier ungefähr, ich glaube, am 12. Oktober. Also soweit dann doch im Vorlauf, ne? Das ist einfach daran, dass ich mit meinen drei Serien, die ich habe, auf Gleichstand sein will. LS19 hat dabei besser geklappt als gedacht. Wir fahren jetzt erstmal los. Hoppala. Ist kaputt gegangen? Nee, ist nicht kaputt. Alles gut. So, so, so. 140 Kilometer noch bis dahin. Das werden wir in dieser Folge auf jeden Fall schaffen. Hier waren wir auch schon mal. Dann suche ich diesen komischen Gummiproppen wieder. Oh ja, irgendwo sein, der kann ja nicht weg sein. Aber das habe ich hier öfter mal, ne? Hast du irgendwelche Sachen, die sind dann urplötzlich verschwunden und dann tauchen sie in irgendeiner Ecke wieder auf. Naja, was soll's. Ich bin ja echt am überlegen, ob ich mir Horizon Zero Dawn hole. Aber im Moment natürlich auch eine stolze Summe. Dann mal eben, wenn du das in D-Mark... Ich bin ein D-Mark-Kind, muss ich sagen. Aber eben 100 Mark für ein Spiel. Es ist halt... Und du spielst es vor allen Dingen einmal durch und dann wahrscheinlich nie wieder. Das ist doch das andere Übel an der Geschichte. Es ist ja jetzt nicht so wie ETS 2 oder Landwirtschaftssimulator, wo du ständig Neuerungen hast und wo du dann jahrelang Spaß dran hast. Also, ne? Das ist im Grunde genommen wie soll man sagen, Life is Strange. Du spielst es einmal und dann nie wieder, ne? Das ist das Problem dabei. So, wie weit sind wir denn? 91 Kilometer haben wir noch und 4 Minuten haben wir rum. An dieser Stelle natürlich wie immer Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann werdet ihr auch nicht so schnell durch den Algorithmus rausgeschmissen. Geht auf meinen Twitch-Kanal, lasst ein Follow da. Und wer Lust hat auf LS19RP, einfach mal bei Chaos Farming reinschauen. So. Hör auf zu blinken. Mal sehen, dass wir Gas geben hier.
dass wir unseren Auftrag kriegen. Und jetzt hier ein bisschen... Ja, sind jetzt ein bisschen böse gewesen. Aber egal, wir haben keine Zeit. Weil ansonsten habe ich die Befürchtung, das was uns ja auch schon passiert ist, dass wir den Auftrag abholen wollen und es ist keiner mehr da. Malmö. 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 Mhm. Morten Harkett. Meine Schwester konnte das immer. Ja, dieser Morten Harkett von Take on Me. Da gibt es auch so ein paar Lieder von denen, die ich mag. So, hier waren wir auch schon mal. Aber das sieht alles so neu aus irgendwie. Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern. Wie lange ist das her, Mann? Was ist hier über uns? Wasser, vermute ich. Eiskaltes Wasser. Jede Menge davon. Da die schöne graue See. Aber wir kommen unserem Ziel näher und ich bin mal gespannt, wo wir mit dem Ding durch müssen. Hoffentlich nicht auf eine Fähre, da habe ich nämlich absolut nicht drauf geachtet, weil das wird nichts. Ist übrigens noch einer von diesen Sondertrailern. Ich hatte ja auch mal ein Mod Gigaliner im Verkehr, beziehungsweise Schwerlast im Verkehr. Das hat Tänze gegeben. In alten Folgen sieht man das noch. Junge, 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 die haben gar nichts hingekriegt, du. Also der Mod, der ging überhaupt nicht. Scheiße, ich dachte, das wäre Telepass. Oh, 172 Euronen. Seid ihr denn doof? Trelleborg. Ne, Trelleburg müsste das sein. Trelleburg. Und Malmö. Malmö. Obwohl, Usch. Malmö. Ja doch, in Ö ist das. Oslo heißt eigentlich Uschlu. In Landessprache. Und Tromsø oben Trumse. Also müsste das Malmö heißen. Malmö. Irgendwie so in diese Richtung. Ja. Kann sein, dass wir uns gerade verfahren haben, weil ich darüber nachgedacht habe, wie man diese Städtenamen ausspricht. Übrigens, ich bin gespannt. Wir haben ein neues OBS am Start. Wie das Ding läuft. Mein Motorrad ist genauso gelb wie mein LKW. Wenn ich dich damit wegschubse und du hängst mir vorm Kühler, sieht man den nicht mehr. Hm. Ja, so sieht das aus. Ja, noch ein bisschen Balkontür offen, ne? Ist ja doch noch angenehm warm draußen. Gespannt, wo dieser Gummi... Der lässt mir jetzt keine Ruhe, du, ehrlich. Und du mir auch nicht. Lässt mir echt keine Ruhe. So, wo haben sie den reingefercht?
Wahrscheinlich da, wo wir nie wieder rauskriegen. So sehe ich das schon kommen. Komm, mach grün, wir haben keine Zeit. Ja, nee, ist klar. Donnern wir mal eben vorher. Doch alles irre hier. Wohnwagen werden auch immer schicker. Und da irgendwo muss unser Trailer stehen, angeblich. Ja. Sieht mir jetzt aber tatsächlich erstmal nicht so aus, ne? Bisschen das blöde Gefühl, der Auftrag ist weg. Mach die Luke auf, Mann, dass wir da durchkommen. Weil das, was da steht, wollten wir nicht haben. Oder ich habe das Falsche ausgewählt hier. Aufträge. Ich meine auch, wir hätten was aus Malmö gehabt. Nee, das wollte ich nicht. Alter, es kann doch wohl nicht sein, oder? Echt. Auftragsangebot, Aufträge. Jetzt fährst du hier 180 Kilometer durch die Schüssel und Auftrag ist weg. Das wird klar. Mann. Den könnten wir noch fahren. Malmö nach Duisburg. Ein Puma. Ich wollte eigentlich was ganz anderes haben. Ich wollte... Das ist ein Windrad. Das war es grundsätzlich nicht. Ja, aber der Auftrag ist weg, ne? Vor allen Dingen, ja, wir sind in Malmö. Wollen wir uns den schnappen? Komm her, fahren wir diesen blöden Hubschrauber. Mann, ey, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt bin ich sauer. Aber sowas von, was will OBS von mir? Warum ist das orange? Zum Kotzen sowas. Glotz mir nicht so an, Alte, sonst werde ich fuchsteufelswild, werde ich. Den erwische, der unseren... Ich habe absichtlich nicht geblinkt, um dich zu ärgern. So. Den erwische, der unseren... Auftrag geklaut hat, ne? Mach, dass du wegkommst mit deinem Knatterkass. Ey, Alter! Ja, das war mir klar, dass ich darf jetzt wieder dafür bluten, dass ihr nicht in eine Pushen kommt. Ja, das ist doch... Hör mal. Alter, leck mich, die nehmen wir auch gleich mit, wenn wir schon mal dabei sind. Jawohl, nochmal 360 obendrauf. Und wieder dabei sein hier. Nächste Fahrt geht rückwärts. Und noch eine Ampel? Komm, alle guten Dinge sind drei. Boah, hau ab da jetzt. Gieß mir auf die Nüsse. Guck mal, noch eine Ampel. Nehmen wir auch noch mit. Scheiße, die wird grün. Ja, Pech gehabt. Wo ist denn der jetzt? Unterm LKW auch nicht da. Pech gehabt. Ich hab's dir gesagt. Fahr weg. Wenn ich hören kann, muss fühlen. Nee, wenn ich hören will, muss fühlen. Hat meine Oma immer gesagt. Ganz ehrlich, 14 Minuten. Die Folge ist um. Wir haben nichts geschafft. Gar nichts. Wenn jetzt noch den... Schrubhauber ansatteln und dann war es das schon wieder für heute, Mann. Auftrag annehmen, komm her. Womit waren wir da hin? Nach Duisburg, wa? Aber nicht mehr in dieser Folge, das machen wir dann in der nächsten. Ihr bleibt bitte gesund und seid dann morgen früh wieder mit dabei. Natürlich gesund und munter, in alter Frische. Und so weiter. Und du hältst jetzt die Klappe und ich verabschiede mich von euch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.